Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Das Leben ist kein Ponyhof. So, ja, ich weiß, es hat eine Weile gedauert. Ich habe eine ganze Weile nicht aufgenommen und es gab schon ganz viel. Aber jetzt ab ins Gefecht. Natürlich total übermotiviert. Ja, ich habe eine Weile nicht aufgenommen. Einfach keinen Bock, obwohl ich übelst viel Zeit hatte. Aber keinen Bock einfach gehabt und... Es ist schon so ein bisschen verletzend, dass ich unter fast jedem Minecraft-Video lesen muss, dass ihr lieber World of Tanks sehen wollt. Naja, gut. So ein bisschen Deathmatch muss auch mal sein. Oder gesagt, Team Deathmatch. Und Capture the Flag. Und nach Punkte. Ist ja eigentlich nach Punkte. Oder was ist das eigentlich? Das ist doch Capture the Flag, oder? Warte mal kurz. Da ist die Flagge. Aber es geht nach Punkten. Es ist Team Deathmatch Capture the Flag. Sage ich jetzt einfach mal so. Ich vermute, dass es das ist. Ja. Gut. Wir warten jetzt noch die 6 Sekunden ab. Hier könnte ihre Werbung stimmen. Wo gibt es eigentlich 6 Sekunden lange Werbung? Ich glaube nicht, ne? So, jetzt erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Das ist anvisieren. Und ja, ich habe schon verstanden, ihr könnt, man kann snipern. Also ranzoomen. Aber, oh, Hilfe! So. Die Steuerung habe ich, glaube ich, noch so einigermaßen im Tee. Er hat einen Tee. So. Ey, dann nimmt bestimmt gerade jemand auf und hat seine Taste auf F7 gedrückt. Dann hat er Hilfe gerufen. Das habe ich ja rausgenommen, ne? Ich muss jetzt, was muss ich jetzt eigentlich drücken? Ich habe eine andere Tastatur für die Leute, die nicht Minecraft gucken. Ich habe eine neue Tastatur, bisschen eine neue alte Tastatur. Also die lag schon eine Weile rum. Und die sieht auch nicht ansatzweise so special aus wie die andere. Aber da sind auch nicht so viele Chips zwischen den Tasten. Nein, so schlimm ist es jetzt nicht, aber einfach mal einen Warnschuss abgeben. Eine unserer Ketten ist zerstört. Ja. Wir sitzen fest. Aber wir haben einen Treffer gemacht. Ey. Oh, wo kommt denn der von da hinten? Eine unserer Ketten wurde getroffen. Uiuiui, wir werden jetzt gleich aus dem Leben getreten? Möchte nicht, nein! Von da kommt's. Das nein, oh! Für uns. Ja, da hat's überlebt. Was hab ich gesagt? Ja, die sieht nicht ansatzweise so special aus. Gleich erstmal gefehlt am Anfang. Aber, ja, das spielt sich damit eigentlich ganz gut. Ja, das wird. Wenn ein, zwei ganz schnelle Runden. Also ich werde es mit dem in den Kampf ziehen. Wenn der kaputt ist, dann auch meinetwegen mal mit dem. Also ich werde heute mal so ein bisschen sprunghaft sein. Und ja. Und dann muss ich auch schon wieder los. Aber ich dachte mir so, Mensch, heute nochmal eine Runde mit MC Timo CZ. Eine Runde zocken. Ja. Kenne ich zwar nicht, aber dachte ich mir, muss mal sein. Oh, ein Deutscher. Wie war denn das nochmal? Empfänger ändern. Moin, moin! Mark. Einfach mal, ich kann das nicht aussprechen, ne? Selamun Aleikum. Ach, ihr wisst, ne? Das. Ich kann es nicht aussprechen. Aber es heißt Aulo, auch Hallo. Ja, ich denke mal, die werden sich jetzt gerade auch die wir nicht verstehen, außer natürlich irgendwer von euch ist da sehr bewandert in Sachen Sprachen, die werden wahrscheinlich alle frohe Ostern und so wünschen und also die wir nicht verstehen. Das eine, was ich versucht habe auszusprechen, was ich aber nicht geschafft habe, das heißt auf jeden Fall guten Tag. So, der Busch, der wichtigste ist der Busch. Warum stehe ich eigentlich hier hinten? Ich will ja in die Schlacht. Ist ja langweilig für euch. Ich liebe diesen Panzer. Ja, den 4-5. Oder ist der 3-4? 3-4, Entschuldigung. 4-5 wäre ein bisschen doof. Der ist so schön schnell. Da fühle ich mich jedes Mal wie... So, erstmal ranzoomen für die, die immer sagen, zoom doch mal ran. Einfach mal drüber gesetzt, damit er versteht, wir haben ihn gesehen. Oh, das waren ganz schön viele, ne? Drei Panzer in Zufahrt.
einfach hier ranschleichen und dann ohne campen. Und wo kommt er lang? Wo kommt er lang? Da. So ein kleiner Pisspanzer ist es auch noch. Und den werden wir jetzt mal schön aus dem Leben treten. Ja, natürlich nicht getroffen. Komm schon schneller. Den kriegen wir, den Rammer ist einfach kaputt. Volltreffer. Oh, hat nichts gebracht. Wir haben sie. Ach, zweimal ja gleich auch noch. So. So muss das. Und hinten war Artillerie. Aber die ist schon weg. Okay. Warte mal kurz, ich muss mal kurz mein Headset anheben. Irgendwelches Geplapper im Hintergrund. Ich denke mal, das sind die Wellensittiche. Gut. Noch irgendwer so lebensmüde, sich mit dem Lebensmühlen anzulegen? Wir stürmen nach vorne! Und merken, dass wir nicht weiterkommen. Oder? Jo. Nein. Vielleicht im Rückwärtsgang. Manche Erhebungen kommt man mit dem Rückwärtsgang hinauf. Aber da kommen wir jetzt nicht lang. Oh, wir können jetzt unseren Kameraden hier helfen. Da müssen wir jetzt raus, ausscheren und dann nach da. Rückwärts können sie natürlich ein bisschen langsamer machen. So. Wenn man mich ein bisschen intensiver klicken hört. Oh. Der ging nicht durch. Oh. Fuck. Der hat uns jetzt. Jetzt hat er uns, jetzt hat er uns. Komm, vielleicht kann auch irgendwie den. Nein. Ja. Was war das für einer? Ja, ich wusste. Ich versuche zwischen Turm und Wanne zu schießen. Ich habe sogar anvisiert und gesucht, bevor irgendwer jetzt schreit. So, und da ist natürlich der Große auch wieder einsatzbereit. Wir könnten ja mal den spielen. Und wir haben sogar noch einen Sieg mit dem hier errungen. Ha! Das ist ja klasse. Mal gucken, was können wir jetzt forschen? Das haben wir schon, das haben wir schon, das haben wir schon. Nee, das haben wir noch nicht, ne? Das haben wir schon. Wir bräuchten mal wieder neue Ketten. Oder natürlich einen Motor. Aber irgendwer von euch meinte, diese 7,5er hier, die soll wohl ganz awesome sein, weil man ja sowieso die braucht für den Deja. Vielleicht war es auch darauf bezogen, von wegen, hol dir die, da kommst du an den Deja. Ja. Ich denke mal, bevor wir die Punkte zusammen haben, wenn wir sowieso erstmal alles ausgeskillt haben. Und der wird auch noch richtig teuer, der dicke Panzer, der. Warte mal kurz. Mal ganz kurz ungeniert was da hingeschmissen. Den können wir uns noch nicht leisten. Leider nicht. Nein. Aber jetzt rutschen wir mit dem dickeren Panzer ins Gefecht. Und danach wollte ich eigentlich noch mit dem anderen. Verdammt. Jetzt habe ich ja den VK genommen. Hm. Gut, aber danach kommt nochmal eine Runde mit dem Yachtpanzer. Mit dem Mörder. Es gibt ja heutzutage immer noch einen Marder. Ist aber ein Schützenpanzer. Das ist der Marder 2. Und, ich kann jetzt ein bisschen wieder erzählen, ne? Es hat sich ein bisschen was geändert. Und zwar werde ich voraussichtlich zum Marderfahrer ausgebildet. Deswegen will ich unbedingt den Marder mal fahren. Wieder. Den Jagdpanzer. Warum heißt der eigentlich auch Marder? Das wäre mal eine interessante Sache. Wenn jetzt zum Beispiel der Dark Lord da wäre, den ich letztens übrigens eingeladen hatte zum Spielen, und dann hatte ich aber keine Zeit. Und ich habe mich nicht bei ihm abgemeldet. Er ist bestimmt total pitchig auf mich. Wir müssen hoch auf den Berg. Ja, der ist bestimmt jetzt richtig sauer auf mich. Der will mich jetzt bestimmt nicht mehr sehen und hat mich nicht mehr lieb. Der wüsste jetzt wahrscheinlich, warum der Panzer auch Marder heißt. Der in der Bundeswehr. Der Schützenpanzer. Ne? Das ist ja. Kann ich das mal erklären? Der ist ja. Der hat seinen Motor vorne. Anders als ein Kampfpanzer. Ein Kampfpanzer hat den Motor hinten, damit er halt bei Direktbeschuss nicht ausfällt. Und beim Schützenpanzer ist das so, dass hinten drin im Bauch, kann man sagen, ist, da sind zum Beispiel Grenadiere drin. Ja, also die hinten steigen die aus, zack, 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 gehen hinter dem Panzer in Deckung und dann, ja, wisst ihr, die Leute, die sich damit auskennen, die Grenadiere sind ja die, oder Panzergrenadiere im Ganzen, das sind ja quasi die, die mit den Panzern zusammen nach vorne gehen, hinterm Panzer ausscheren, wenn der Feind nicht so anvisiert werden kann, vom Panzer direkt, dann halt den Feind bekämpfen und den Panzer als Unterstützungseinheit nehmen.
Der Tresor 891. Ja, den kaufe ich mir nicht. Der ist ja kaputt gegangen. Ja, und das ist dann der Schützenpanzer Marder. Ich glaube, das ist der Marder. Nein. Gut, er hat bloß noch 2%. Das könnten wir schaffen. Okay. Das war, glaube ich... Wer war denn das? Ist hier noch irgendwer von uns in der Nähe? Da oben. War das der? Nee, es war einer von den eigenen, glaube ich. Haha. Oder? Wir werden demnächst noch ein schönes Gefecht liefern. Okay, die Artillerie holen wir uns noch. Nein! Eine unserer Ketten ist zerstört, wir sitzen fest. Verdammt. Volltreffer. Schon, gib Gas, gib Gas. Zieh den Motor durch. Was? Ach, wir haben verloren, okay. Naja, aber wir wurden wenigstens nicht vernichtet. Ich muss mal ganz kurz auf die Uhr schauen. Okay, für einen, mit dem Marder? Jagdpanzer? Ist ja auch ein Marder 2, ne? Und die Wespe? Oder ist der nur Marder? Ich bin jetzt gar nicht mehr so sicher. So. Wir könnten jetzt schon einen besseren Motor nehmen, aber wir haben den. Natürlich nehmen wir den. Ja. Können wir natürlich alles schon. Eine bessere Wimme könnten wir auch noch gebrauchen. Hä? Warte mal kurz. Die haben wir doch schon, ne? Ja. Okay. Kann man irgendwo mal den gesamten Baum sehen? Forschung? Ah, hier. Ah. So, wir haben... Den hatten wir mal. Den hatten wir nicht. Den kenne ich nicht mal. Der sieht ja gaga aus. Gut. Forschung. Den Lux. Okay. Was ist das jetzt hier? Den haben wir auch, den VK. Ach, da oben sind die. Das haben sie vertauscht, glaube ich, ne? Den Marder haben wir. Die Wespe haben wir. Genau. Und als nächstes könnten wir dann die Grille nehmen. Wenn wir mit dem hier weit genug sind. Da fehlt uns bloß noch ein bisschen was. Und dann mit dem Marder gehen wir dann auf den Hetzer, den ich persönlich sehr, sehr geil finde. Der Hetzer ist, aus persönlichen Gründen finde ich den super genial. Aber wir gehen jetzt erstmal mit dem Marder 2 ins Gefecht. Warum heißt denn der andere Schützenpanzer auch Marder? Ich dachte mal, das ist bloß Marder und das andere ist Marder 2. Hm. Komisch, komisch. Aber es gibt bestimmt irgendjemand bei euch, der so versiert ist, dass mir das auffällt. Oder dass er weiß, das ist Capture the Flag. Das ist bloß eine Flagge, die man einnehmen muss. Hm. Und da ist der Feind. Dann fahren wir in die Richtung. Interessant ist ja hier das hier. Das ist ja unser Wirkbereich. Wenn wir dann weiter richten wollen, müssen wir dann mit den Ketten nachsteuern. Das ist immer so ein bisschen der Nachteil bei einem Jagdpanzer. Es gibt bei den Animes einen, der hat einen drehbaren Turm, ist aber ein Jagdpanzer. Ja genau, rammt euch schon am Anfang. Aber natürlich auch einen sicheren Punkt, von dem aus wir schießen können. So, dieses Achtungszeichen. Achtung! Du kannst dich einfach so feuern. Dann gehen wir mal hier hinterm Gebüsch in Stellung. Ist jetzt natürlich total schlau gewesen vor der eigenen Deckung. Aber naja. Ich versuche einfach mal. Und da haben wir schon den ersten. Den wir nicht sehen können, weil er hinterm Hügel ist. Okay. Der wird gerade getroffen. Da haben wir irgendwo den nächsten. Ah.
Na? Da oben. Wirkungstreffer! Er stottert. Okay, der hat sich gerade... Hauptgeschütz beschädigt! Wir haben Genauigkeit eingebüßt! Na, das ist aber nicht schön. Was ist das denn? Ups! Ja, also so... Es war jetzt so ein kleiner Exkurs in Sachen, so benutzt man den Jagdpanzer nicht. Ich denke mal, dass der, den wir da angeschossen haben, dass der... Waren das gleich mehrere Treffer? Egal. So ein Artillerie finde ich im Augenblick langweilig. Ich gucke mal auf die Uhr, ich habe doch eigentlich noch Zeit. Dann machen wir noch eine Runde im VK. Und lassen uns nochmal richtig schön auf die Gusche geben. Und oh, das sieht natürlich gut aus. Wir haben hier drei Teams in unserer Gruppe. Wir haben Feind plus 2. Obwohl, wir spielen da zu dritt. Hier. Hier die von PMHC. PMHC. Das ist natürlich cool. Und bei uns sind es einfach nur Leute, die. Der spielt auch in einem Clan, der anscheinend auch. Keine Ahnung warum. PNGP. You must drink DUF. DÜF. Ja, du hast schon so ein DÜF. So, hier sehen wir nochmal die. Legen wir los! Ja. You must drink DÜF. Nein, ich das Original. You must DUF. So. Ja, mal gucken, wie die Runde abläuft. Ich hoffe natürlich, dass wir gewinnen. Ich weiß, wir haben. Es heißt ja nicht immer, dass man gewinnt und dann auch übersteht oder den alles entscheidenden Schuss abgibt, sondern wir haben ja von auch gewonnen. Wir haben es bloß nicht gesehen. Und ja. Was wäre mal schön, wieder so einen Sieg zu haben, wo man wirklich sieht, ich habe gewonnen. Ich war's. Okay, versuchen wir mal zwischen Turm und Wanderturm, Wanderturm, Wanderturm. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Okay, das ist jetzt natürlich doof. Wo schon mal zwei Treffer da hinsetzen, ist schon mal vielleicht ganz nett. Was haben wir da hinten? Hoffentlich habe ich jetzt den nicht angeschossen. Zeig dich. Der ist da hinten auf jeden Fall. Und er weiß auch, dass wir da sind, aber... Der guckt just in diesem Augenblick das Video. Panzerung nicht durchschlagen. Oh, oh, und weg. Wenn unser Jagdpanzer erstmal hat, dann hat er uns. Da habe ich nicht so die Lust drauf. Da ist gleich der Nächste. Ich wusste es. Okay, gut. Ich wollte mich jetzt eigentlich noch mit dem Gesicht dahin drehen. Damit er mich halt wirklich nur in der Panzerung trifft, aber entweder hat mich jetzt der Jagdpanzer am, was ich nicht glaube, am Arsch erwischt. Oder wer hat mich denn überhaupt zerschossen? Hm. Gute Frage. Naja, gut. Das war's dann erstmal. Und ja, wir wollen das Gefecht wirklich verlassen. Vielleicht gewinnen wir noch. Das weiß ich nicht, das kann ich euch ja vielleicht beim nächsten Mal sagen. Und ja, ich verabschiede mich in dem Sinne und bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.